Wir befinden uns mitten im Prozess Perspektivplan Freiburg. Wir haben bereits intensiv mit den Schlüsselpersonen, der Öffentlichkeit und der Politik die Analyse diskutiert, den Atlas Freiburg und die Talente und die Strategien. Jetzt geht es um die Denkrichtungen. Das heißt um die Frage, wie entwickelt sich Freiburgs Stadtstruktur, also die Freiräume und die Siedlungsräume in den nächsten Jahren. Welcher Leitidee folgt das? Wir haben ja intensiv all die Hinweise, die wir bekommen haben, in den vielen Veranstaltungen aufgenommen. Und einige von denen sehen Sie hier. Zum Beispiel wurde gesagt, macht doch die Landschaftsattraktion zum Strukturgerüst des Perspektivplans. Oder kann man nicht die Knotenpunkte des öffentlichen Verkehrs überbauen, zum Beispiel die Haltestelle Padua-Allee? Bitte keine orientierungslose Dichte, haben Sie gesagt, aber gerne Erlebnisdichte. Dichte ist nicht per se schlecht. Und wenn Sie bauen, passen Sie ja auf, dass Sie nicht in den Hochwasserbereichen bauen, prüfen Sie ganz genau. Die Stadt sollte aber auch gleichzeitig immer sich ruhig was trauen, Neues ausprobieren, Unkonventionelles wagen. Und sagen Sie uns bitte genau, wo und wie wir bauen können, auch wie sozialer Wohnraum entstehen kann. Sie merken vielleicht, da gibt es ein ganz schönes Spannungsfeld, in dem wir uns hier bewegen. Auf der einen Seite den Wunsch, seien Sie präzise. Sagen Sie uns eins zu eins, wie das, was die Analyse rausbekommen haben, uns zu guten Entwürfen führt. Prüfen Sie die Machbarkeit. Verorten Sie die Flächen genau, wie in einem Flächennutzungsplan. Also seien Sie quasi flächenscharf. Auf der anderen Seite gibt es den Wunsch zu sagen, sehen Sie die Dinge neu. Seien Sie mutig, denken Sie die Zukunft. Entwickeln Sie mit uns gemeinsam eine Vision für die Stadtstruktur. Das braucht automatisch Unschärfe, weil wir können in die Zukunft nicht schauen, wir können sie nur antizipieren. In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Wir sind weder nur auf der einen Seite noch auf der anderen Seite, sondern dazwischen. Und so stellen wir allen die Frage, auch Ihnen, denken Sie mit uns gemeinsam Freiburgs Stadtstruktur für die Zukunft. Schauen Sie nur, wo Ihre Wohnung liegt, oder fragen Sie auch, in welchem Freiburg Ihre Kinder und die Kinder Ihrer Freunde leben werden. Und halten wir es gemeinsam aus, dass wir noch nicht ganz genau wissen, wo parzellenscharf neue Wohnungen entstehen und wo Freiräume entwickelt und qualifiziert werden. Was hat das mit den Denkrichtungen auf sich? Zum einen nochmal als Erinnerung, wir suchen nach einem Rahmen für die konzertierte Entwicklung der Gesamtstadt. Also nach den Schwerpunkten, wo demnächst Freiräume geschaffen werden, die Freiraumversorgung verbessert wird und neue Wohnungen entstehen können. Das betrachten wir immer gemeinsam. Das kann man nicht trennen aus unserer Sicht. Man kann nur dort Wohnungen schaffen, wo auch Freiräume besser werden. Und diese Stadtstruktur ist deswegen wichtig, weil es um Orientierung geht. Wir haben gelernt von Ihnen in den Veranstaltungen, keine orientierungslose Dichte. Also brauchen wir ein klares Bild, wo ich mich zurechtfinden kann, wo ich weiß, wo ich in der Stadt bin. Wir suchen nach einer Stadtstruktur, die Wachstum zulässt, und alle drei Denkrichtungen, die Sie gleich präsentiert bekommen, beinhalten die gleiche Anzahl an Wohneinheiten. Also es gibt nicht eine Denkrichtung, wo Freiburg sehr stark wächst und eine, wo es kaum wächst, sondern alle drei gehen von dem gleichen Wachstum aus. Und der Anknüpfungspunkt in allen drei Denkrichtungen sind immer Freiräume. Wie kommt das? Ja, stellen Sie sich vor, die Dreisam fließt durch die gesamte Stadt. Also nimmt einen großen Teil der Stadt in den Blick, und deswegen ist sie stadtweit wirksam. Und viele andere dieser Strukturen, die wir in den Blick nehmen, der Freiraumstrukturen, sind eben auch für die gesamte Stadt relevant. Deswegen knüpfen wir an ihn an, wenn wir uns mit den Denkrichtungen beschäftigen. Wichtig ist auch, dass bei den Denkrichtungen immer eine baukulturelle Vielfalt möglich ist. Also es gibt nicht eine Denkrichtung, wo wir nur teure Villen bauen, und eine andere Denkrichtung, wo man den sozialen Wohnungsbau unterbringt, sondern in allen drei Denkrichtungen ist beides möglich. Nun zur Denkrichtung 1, starke Verbindungen. Bei den starken Verbindungen kommt es ganz stark darauf an, dass wir uns diese linearen Bereiche angucken, also entlang der Dreisam, entlang von großen Straßen wie der Padua, die der Besançon-Allee, aber auch von Bahnlinien
entwickelt sich die Stadt intensiv weiter. Das heißt, die Freiräume werden verbessert. Also wir haben bessere lineare Freiräume, die von Fußgängern, von Radfahrern genutzt werden können, die die Quartiere miteinander verbinden und verknüpfen. Und wir schaffen in diesem Zuge auch neuen Platz für Wohnungen. Das heißt, die Stadt wird dichter rund um diese linearen Verbindungen. Deswegen starke Verbindungen. Die Strategie, die hier besonders wichtig ist, ist die Strategie Kapern. Haben Sie vielleicht schon gehört, kam in einigen Diskussionen schon vor. Es geht hier darum, dass die großen Straßen, die bisher durch die Stadtlandschaft fließen und erstmal hauptsächlich umgeben sind von nicht nutzbaren Freiräumen, weil sie eben verlärmt sind, dass wir denen auf die Pelle rücken. Also dass wir sagen, wir gehen nah an diese Straßen ran, bauen intelligente Architektur, Lärmschutzarchitektur und im Schatten dieser Architektur entstehen neue Freiräume, die eben nutzbar sind für die Menschen, die da wohnen. Das heißt, wir schaffen bisher ungenutzten Raum, bauen den um und schaffen dort neue Wohnungen und neue Freiräume. Das ist die Strategie Kapern, die zu starke Verbindungen passt. Die Denkrichtung 2 heißt identitätsstiftende Parks. Hier geht es darum, dass nicht entlang von Verbindungen in der Stadt, sondern rund um Parks neue, intensive, dichte Quartiere entstehen oder auch verdichtet werden, wenn sie bereits da sind. Das heißt, wir nehmen Parks, die bereits vorhanden sind, entwickeln aber auch neue Parks oder schließen einzelne Freiräume zu großen Parks zusammen. Und weil diese Freiräume nutzbar sind, weil sie es Menschen ermöglichen, sich zu erholen, sich zu entspannen, durchzuatmen, deswegen kann man auch gut vertreten, dass um diese Parks herum die Stadt dichter wird. Wir haben von Ihnen gelernt, Erlebnisdichte ist gut und wir glauben, dass diese Dichte um die Parks herum richtig gut funktioniert, weil wir eine Orientierung haben, weil wir immer wissen, wir können wieder in diese Parks gehen. Parks bedeutet nicht, dass Sie überall einen klassischen englischen Landschaftsgarten haben. Es kann auch die Landwirtschaft zum Beispiel einen solchen Park pflegen oder bewirtschaften. Es können auch Sportvereine dort dafür sorgen, dass viele Sportanlagen dort zur Verfügung stehen. Es geht aber darum, dass alle Gruppen, die in der Stadt rund um diesen Park leben, ihn auch nutzen können, ihn quasi zu ihrem Grünwohnzimmer machen können. Die Strategie, die hier besonders wichtig ist, ist Formen. Also, wir schieben nicht die Stadt irgendwie weiter in die nicht bebauten Räume rein, sondern wir definieren erst einen Park oder einen Freiraum, der ganz fest steht, der erhalten bleibt, der gut funktioniert. Und um den rum kann Stadt dichter werden, können Stadtteile weiterentwickelt werden oder eben auch neue Stadtteile gebaut werden. Die Denkrichtung 3 heißt lebendige Ränder. Hier knüpfen wir daran an, dass Freiburg Gott sei Dank keine so riesig große Stadt ist, dass man sehr lange braucht, bis man draußen in der offenen Landschaft ist. Im Gegenteil, wir haben hier den großen Vorteil, dass wir schnell draußen sind. Wir haben aber auch in der Analyse gemerkt, an einigen Stellen geht das gar nicht so gut. Man kommt gar nicht so gut raus, weil Barrieren da sind, weil die Ränder zugebaut sind. Und wir glauben, wenn man sich mit diesen Rändern beschäftigt, dann kann man Freiburg sehr intelligent weiterentwickeln und kann die Freiburger Stadtstruktur verbessern. Es geht dabei aber nicht nur um die äußeren Ränder, sondern auch um innere Ränder. Das heißt, überall da, wo Dinge aufeinandertreffen, können wir die Stadt besser machen, indem wir sie ergänzen, um gute neue Freiräume und eben auch um sozial gemischte Quartiere eben am Rand, sodass möglichst viele Menschen diesen großen Kontakt zur umgebenden Landschaft davon profitieren können. Welche Strategie spielt hier eine besondere Rolle? Säumen heißt diese Strategie. Viele von Ihnen kennen vielleicht den Dorfbach in Vauban, ein intensiv genutzter Bereich, bei dem man schon merkt, ja, vielleicht geht es sogar an die Grenzen mit der intensiven Nutzung, aber wir haben einen ganz interessanten Übergangsbereich von dem dichten Quartier Vauban zur offenen Landschaft. Und genau in diesem Sinne geht es uns darum, dass wir uns die Ränder genau angucken. Wir glauben, da ist sehr viel Luft nach oben und wir können an diesen Rändern neue Wohnungen schaffen, aber eben auch Freiräume qualifizieren, die Zugänglichkeit zur offenen Landschaft deutlich verbessern. Wenn man sich jetzt anguckt, diese drei Denkrichtungen im Vergleich, dann ist wichtig, sich klarzumachen, wir suchen ja nach einem Nachfolger des Fünf-Finger-Plans. Also wir wollen ein Leitbild für die Siedlungsentwicklung und die Freiraumentwicklung in Freiburg finden. Und wenn man sich das anschaut, dann stellt sich hier quasi die Frage, macht es mehr Sinn,
wenn man sich mit diesen Verbindungen beschäftigt, also wollen wir uns vor allen Dingen entlang der Dreisam und entlang von großen Straßen weiterentwickeln, glauben wir, da sitzt besonders viel Potenzial für die Stadtentwicklung, oder sagen wir, Freiburg wird zur Stadt der Parks und um diese Parks herum, da spielt die Musik, da wird verdichtet, da wird weiterentwickelt, weil diese Parks so gut sind, dass sie das aufnehmen können. Oder sind die Ränder genau die Bereiche, wo wir sagen, das ist typisch Freiburg, der Kontakt zur offenen Landschaft. Hier wird Stadt weiterentwickelt, verdichtet, sozialer, besser zugänglicher gemacht. Und wie Sie vielleicht auch sehen an diesen Skizzen, denken wir das immer weiter in die Region, in die weitere Stadt. Also man lässt diese drei Modelle lassen sich weiterdenken, auch über die Stadtgrenzen von Freiburg hinaus. Schauen Sie sich auch den ausführlichen Vortrag an, der jetzt zeigt, wie das eigentlich im Detail bedeuten würde, was also diese drei Denkrichtungen denn eigentlich, wenn man da mal genau reinguckt, für die Stadtstruktur von Freiburg bedeuten würden und natürlich für die einzelnen Quartiere.